Arriberu und herzlich willkommen heute zum. Gute Frage. Ich glaube, vierten Spiel. Dank. Der Spike macht Team Draft. Heute mit unserem Versuch gegen Yonago unseren ersten Sieg einzufahren. Schauen wir, ob wir es schaffen. Wir nehmen quasi dasselbe Team wie letzte Woche, nur mit der Adjustierung, dass wir Serena statt Thundurus mit drin haben. Weil ja Big Relaxo letzte Woche quasi unser Tod-Matchup mit Gastrodon dabei hatte. Wir kriegen natürlich ausgerechnet das Matchup. Konnte man nicht viel machen. Wenn jetzt Yonago diese Woche Celesteela dabei hat statt Gastrodon, dann kotze ich im Strahl. Genau deswegen war Thundurus eigentlich im Team, weil ich fast nur Celesteela auf der Ladder gesehen habe und kein Gastrodon. But it is what it is. Unser Team ist nach wie vor selbe Set wie letzte Woche: Weakness Policy, Tyranitar, Focus Sash, Excadrill, Choice Scarf, Dracovish, Keyberry, Suicune, Misty Seed, Weezing und Life Orb, Serena. Let's see. Serena bessert unser Matchup natürlich gegen Rillaboom und gegen Finny und Gastrodon auf. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass uns das was bringt diese Woche. Ich spiele halt, ja, weil ich mag das Team, deswegen dachte ich, komm, lass uns die Woche nochmal so rangehen. Gut, Thundurus hätte uns, naja, schon was gebracht, ehrlich gesagt. Ja, Serena ist jetzt nie off, das nee, aber ein bisschen schlechter. Aber Weezing sieht tatsächlich ganz stable aus. Incense sieht auch nach wie vor sehr gut aus, to be honest. Trick Room hat er zwar am Start. Suicune hier, guter Play ist die Frage. Weezing auf jeden Fall not bad, to be honest. Dracovish ist not as good gegen. Hätte ich jetzt einen Psychic Fang drauf, wäre der sau stark. But I don't have. So. Was würde denn liegen? Ich glaube halt mit Scarf Fish mache ich hier nicht viel falsch. Und mit Tyranitar Lead kann ich dann nämlich einfach Serena reinballern. Ich fühle aber ehrlich gesagt Excadrill nicht so stark, bin ich ehrlich. Ist halt die Frage, ob mir die Speed Control an der Stelle reicht. Ich meine, das Coole wäre halt, dass Excadrill immun gegen Electrowebs wäre. Ist aber gegen die anderen Sachen nie so gut, deswegen ich glaube, Weezing ist dann der Play. Lass uns mal gucken. Ist halt nicht ganz so einfach, to be honest. Da jetzt. Das muss man, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn man die Teams testet, geht das ja meist am besten über Ladder oder man testet es im Team. Das habe ich auch gemacht, im Ladder und im Team bei uns. Aber das sind ja One-Offs und da kommen manchmal Teamkonstellationen auf dich zu, wo du dir denkst, ha, würden wahrscheinlich auf der Ladder nicht so super funktionieren, aber jetzt hier in so einem One-Off funktionieren sie halt ganz gut. Können halt zum Beispiel so ein Double Core Mind Set sein, was ich jetzt auch nicht so sexy finde, aber ja. Kann halt auch sein, dass das Choice Scarf Finny ist. Das ist noch nicht. Könnte halt sein. Ja. Ah. Und hat jetzt die Weakness Policy vielleicht brocken. Ich glaube, das mache ich auch. Und gehe einfach straight. Die Frage ist, also will ich crunchen oder will ich Thunder punchen? Weil, wird jetzt ein Instant reinkommen, ist die Question. Ich könnte halt Kressekler rausbekommen. Die Frage ist, was ist ein größeres Problem für mein Team? Eigentlich doch Finny, oder? Ja, dann kann ich aber auch Rocks leihen, oder? Die Frage wurde. Ich denke mal, wenn er Moonblast kommt, dann geht er halt auf den Fisch. Und Fisch ist halt allgemein in den Match halt irgendwie gut. Okay, dann geht's. Haben wir es eigentlich richtig gemacht? Mit Surf Rock Slide machen wir jetzt nicht viel falsch. Besides, dass es ein Specs ist. Wenn das eine Specs-Variante ist auf dem Finny, dann könnte es problematisch werden. Werden wir sehen. Ich denke halt, wenn, dann geht Yonago auf Fischi, bin ich ehrlich. Weil Tyranitar fängt den Scheiß ja, aber der stirbt halt.
Oh, da lebt sogar. Easy, cool. Miss irgendwas? Sehr geil. Aber ist okay. Kommt ganz gut in Staple Damage auf dem. Immer die Frage, das wechseln wir rein, aber eigentlich weiß ich es sogar schon. Lefties, okay. Fisch behalten wir uns auf jeden Fall in the back. Weezing ist hier relativ free gegen zwei Special Attacker. Da wir wissen, dass der Rockslide so viel Schaden macht, gibt es keinen Grund, jetzt nicht weiter zu Rocksliden. Klar, er könnte Instant reinbringen, aber ich glaube sogar, der Rockslide-Schaden mit Dan könnte dann reichen. Ja. Und mir ist es zu risky, jetzt einfach zu callen. Ich gehe jetzt auf Crunch of Cresselia oder Thunder Punch auf Finny. Also ja. Ich denke halt. Ich denke halt, ich riskiere, also ich verliere halt nicht viel hier, ne? Ein Call Mind of Cresselia wäre eine Option und Trick Room, aber durchsteht jetzt irgendwie nie. So, Weezing ist relativ free erstmal. So, Special Death Boost. Psyshock wäre ein bisschen blöd, aber ich hoffe halt einmal, die Water macht nicht zu viel oder Crit uns nie oder die Accuracy droppt zu sehr. Okay, das ist okay, bitte nicht auf Tito. Danke, Ice Beam off. Das sollte okay sein, außer es freest. What the freaking shit ist denn hier los? Alter Falter. Ja gut, ich bin klar, Lower Kills Removes, wir haben die Diskussion schon mal ewig geführt, aber... Ich finde auch Rockslide müsste im Sand 100% Accuracy haben, ehrlich gesagt, weil der Damage ist jetzt auch nicht zu krass. Ich würde halt fast denken, wir leben im Move. Ich gehe trotzdem auf Sludge Bomb und ich hoffe... Also ich kenne die Damage Kalks nie. Wenn er jetzt Psyshock hat, ist problematisch. Weiß ich aber nicht. Zweifel haben wir dann nochmal Fishy in der nächsten Runde und können irgendwas rausnehmen, denke ich. Ja, ich denke, den zu projecten ist erstmal cool, weil Muddy Water kann auch missen. Ne? Das kommt noch dazu. Okay. Bei Schock. Ja, jetzt nur hoffen, dass wir das Leben. Bin nicht sicher. Okay, okay, cool, cool, cool. Avoid. Was ist denn hier los, sag mal? Spielt der hier Anti-Treffer-Items oder was? Das ist ja unfassbar. Was geht denn hier los? Alter. Was soll denn das? Ich, boah, da, wirklich, da kriege ich einen Instant Wut. Sag mal, was ist denn das für ein Game? Mann, 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 ey. Boah, und noch ein Crit. Danke, meine Herren, ey. Also, sorry. Ich weiß, das ist wieder zu emotional, aber irgendwann ist ja auch mal. Also irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Alter Falter, ey. Ich glaube, ich wäre lieber erstmal Serena. Weil Dracovish pressured halt. Aber wenn er jetzt Instant in the back hat, bringt mir das halt auch nicht viel Punkte, ne? Na genau, da. Also, ja. Schwierig. Eieiei. Ja, das haben wir wahrscheinlich so gut wie verloren. Ja, aber das ist machen. Also wir haben so viel gemisst, ey, es geht ja gar nicht. Er ja, killt halt nur. Naja.
Ich hoffe halt, also ich hab's halt deswegen jetzt gemacht. Okay, Live Orb. Reach Live. Ja. Wissen halt nie, wer schneller ist. That's for sure. Ich meine, ich weiß, dass Fisch schneller ist. Aber. Problem dabei ist halt auch, dass Buzzwole wesentlich stärker ist. Ist ja die Frage, ob Protect auf Naganadel hat. Wenn ja, werden wir es jetzt gleich wissen. Ja. Es ist auch nicht sicher, dass das killt, sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Ja. Wenn jetzt Buzzwole langsamer ist, cool. Wenn er schneller ist, problematisch. Weil nur natürlicherweise ist er eigentlich schneller, ja genau. Ich hab langsam echt. Boah, der Spike Mass Team Draft, der nervt mich sowas von, ey. Weil ich hätte auch nie viel anders machen können, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ja, Gegenseite hat er auch oft gemisst, aber es ist halt so, warum? Wahrscheinlich irgendwelche Items drauf. Immerhin wissen wir wahrscheinlich, dass das killt. Ja, aber er kann halt jetzt easy peasy Slam Dunk mäßig draufballern. Naja. Weiß nicht, ob das jetzt revealed, dass er banned ist. Wirklich nicht. Ich meine, ich hätte den Protect callen können. Of course. Aber. So, naja, gucken wir mal. Also Life Orb. Es ist noch nie vorbei, aber ich finde es ein bisschen, oh, das war jetzt so awkward, die ganze Situation. Also, weil Finny wäre quasi nach Runde 2 schon weg gewesen und hat quasi 4 Runden überlebt, weil wir so oft gemisst haben. Wenn Tita macht gegen Basel wohl nichts, aber wir hatten ja keine Ressourcen mehr, auch da Weezing ja dann so weggeballert wurde, wir Sludge Bomb gemisst haben, also... Vor allem, wir haben Sludge Bomb gemisst. Das muss ja irgendwie so ein scheiß Incense-Item drauf sein. Boah, da habe ich jetzt schon keine Lust mehr, ey. Ich meine, wenn ihr Strange Steam misst, okay. Aber Sludge Bomb? Hm. Schwierig. Aber wir kommen da jetzt noch irgendwie was. Na, ich hoffe mal, wir reißen das Ding noch. Alles andere wäre auch komisch. So, na dann. Auf die nächste Runde. Tja, jetzt können wir überlegen, wie adjustiert man hier. Hier ist wieder der Fall, die hätte jetzt wieder Thunderous Messing gemacht. Gut, dass es die war. Echt, oh Gott. Ach Gott, sind die Teams teilweise so random. Können wir jetzt über mein Team auch sagen, gebe ich zu, aber trotzdem. Ich meine, ich könnte mir jetzt permanent Speed Control mit Suicune sichern, aber der bringt mir halt am Ende auch gegen Buzzer und Aganadel nichts. Aber Weezing ist schon gut. Naja, den muss ich preserven. Der wahrscheinlich am Anfang auch mal Pressure mit Dracovic gemacht, mit Fishes Rand. Potenziell. Ja, ich brauche aber die Speed Control für Serena, das stelle ich gerade fest. Weil Serena kann halt, wobei auch noch mit Triple Axel langer Nadel treffen. Es gibt halt immer ein Sash. Ich bin natürlich gegen Buzzle nie wirklich viel, weil der tankt ist halt alles easy peasy weg. Aber ich brauche die Speed Control. Ach nee, das ist echt nie. Das ist kein Fun. Nee, das ist echt kein Fun mehr. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe gegen Buzzle zu wenig in dem Team, ehrlich gesagt. Da ich weiß, ich brauche die Speed Control, muss ich den. Also bin ich zu passiv. Das ist doch... Habe ich Serena nie dabei, weil Serena halt allgemein eigentlich nie so gut ist.
in dem Matchup, außer ich kann halt eine Nadel treffen. Ja, können schlimmere Sachen gehen, to be honest. Aber so, fishy fishy. Also ich meine, ich mache auf jeden Fall erstmal Tailwind. Oder ich mache Helping Hand. Aber gehen Weezing, ja. Weil nichts, was auf dem Feld steht, touched Weezing. Der hat halt nur vor uns ein Problem, weil er die Slugfunk gemisst hat, Muddy Water halt viel zu viel Chip auf den gemacht hat und Ice Beam. Das war eigentlich kein Problem, muss man sagen. Er ist High Water Power reingemacht, hat dann eine Good Call, aber ich meine, wir wissen nie, ist es AV, ist es Bandit, kann ja recht viel sein, ne? Das Seed bringt uns natürlich nicht viel, aber Finny maybe. Okay. Eigentlich eine ganz gute Adjustierung erstmal. Preserve sich natürlich auch instant, macht ja auch Sinn. Leash Life geht auf jeden Fall auf. Ist das ein Scarfed? Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, wobei nee, dann wäre er eigentlich schneller als Dings. Ich gehe mal auf Snarl und jetzt könnte ich hier Flamethrower gehen. Die Frage ist halt, ich glaube, ich verliere doch dadurch nicht viel, oder? Ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Ist okay, I guess. Wir wissen ja eh gleich, ob okay, das ist erstmal gut. Aus einer WP auf Cresselia. Das kann natürlich noch happen. Also sind wir schneller als Kresse. So. Gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Nee, wirklich big. Das nimmt halt recht viel, also kriegt halt sehr viel Health back, ne? Das ist halt nicht so cool. Psycho macht trotzdem weniger, wenn wir das so machen. Ich könnte auch noch die Verwirrung bekommen, deswegen mache ich ein Strange Steam jetzt drauf. Gucken mal, was passiert, wenn reinkommt. So. Aber wir werden natürlich eh missen, ne? Das ist ja quasi unser Ding. Missen. Let's see what happens. Ich vermute, ich weiß nicht, ob Basso zurückkommt. Ich kann erstmal Snarl spammen, da verliere ich nichts. So. Okay. Der Psycho macht dann auch weniger. Der ist scheinbar locked. Immer noch Vermutung, der ist scarfed. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir eine Verwirrung. Vielleicht ist es auch AV. Kann auch sein. Okay, Leash Life. Okay, na, ist okay. Fein. Der nächste würde dann killen. Psycho killt auf jeden Fall. Nee. Nach minus 2. Also er crittet. Okay. Ja, okay. Erstmal fein. Jetzt ist die Frage, kommt Finny rein? Das ist die Question. Kommt Finny rein? Oder macht er jetzt sogar Ally Switch? I mean, das könnte halt wirklich passieren, ne, dass er jetzt Ally Switch drückt. Predikte ich das? Ich sage, er erdrückt Ally Switch. Okay.
Ich meine, Verwirrung können wir ja gar nicht kriegen. Ja, doch, auf Cresselia können wir die bekommen, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Auf Cresselia könnten wir die bekommen. So, Bams. Was wir müssen. Mal gucken. Das könnte passieren. Steam. Weil es hat ja Levitate. Okay. Dieser, wenn es kein Crit ist, ist alles cool. Erstmal. Mal alles ein bisschen runterchippen. Tailwind Peters. Das ist aber okay. Tailwind again. Und habe ich aber jetzt sogar mal auswechseln, weil der ist halt so wichtig. Ja, da ist, guck mal, und Tita dort bietet ja alles. Das heißt auch Basol dann, ne? Das heißt, im Principle, ich glaube, wenn er jetzt Trick Room drückt, wäre blöd. Not gonna lie. Aber jetzt kriegen wir ein bisschen Chip auf alles. Alles wird vollkommen fein. Macht er vielleicht einen, was denn? Tailwind. Orange Shot? Wie viel Level ist das? Was denn? Ne, jetzt, na, Burn kriegt zum Glück nie wegen Terrain, das hätte ich jetzt auch, na, geärgert mich so. Eigentlich von der Gesamtposition sind wir ganz fein da. So, Terrain ist weg, wir wissen, Basel ist in the back und. Finde ich schon gesehen, ne? Also ich. Das Ding ist halt. Ich sehe halt keinen Grund, Helping Hand Rockslide nicht zu drücken. Weil eigentlich nichts safe darin reinkommt. Auch Finny, ne. Aber wir müssen halt treffen. Wenn wir den Rockslide wieder müssen, schwierig. Das, was ich gut finde, ist, dass er Strain neu setzt, ehrlich gesagt, weil ich habe keinen Bock auf Burn. Das gucken wir mal. So, das könnte Incin durchaus rausnocken, ne? Ja, Finny kriegt halt jetzt auch gut auf der Hälfte. Und wir haben immer noch Icy Wind. Was geil ist. Ja klar, Suicune kriegt doch immer ein bisschen Schaden. Und Basso will sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit Leech Life oder Drain Punch hochheilen. Aber wir sind halt schneller. Ich weiß nicht, ob jetzt Cresselia kommt, okay. Halt legit auch fast tot, so, ne? Ist halt fast nie, ob das, ob es sinnvoll ist zu sagen, ich Snarl und Thunder Punch würde. Genau. Rockslide, ja. Der Kresse müsste ich ja dann durch rausholen. Er will der Tita rausholen, auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Wenn wir das beides treffen, ist ja eigentlich fein. Ja, würde ich so mal schätzen. So, jetzt gucken wir mal. Wo er wieder dodged, weil er wahrscheinlich einen Instance hat. Das ist jetzt, was ist das für eine Berry? Okay. Gucken wir mal, wie viel. Also, ich meine, flinchen können wir ja immer noch. Das ist ja auch so eine Option. Die hat man noch nie bisher. Auf Titan. Oh. Ja gut. Aber ist das so schlimm für uns? Warte. Ich muss kurz überlegen, weil Basso ist ja an sich schneller. Wie viele Turns of Tailwind haben wir denn noch? Ein, der letzte Turn. Ist doch eigentlich gut für uns. Ja, weil Basso ist ja safe langsamer. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Also drücke ich Helping Hand und Rockslide.
Weil das Ding ist, of course, jetzt ist wahrscheinlich. Also Tito ist halt jetzt schneller als alles wahrscheinlich. Ich treffe. Okay. Ja, aber das stört doch nicht. Also Qn raus zu haben ist gut, weil es ist ein passives Mann. Oh, okay, lol. Ich glaube, wir haben Tailwind draußen, ich verstehe schon, aber der prockt unsere Weakness Policy. Und Weezing ist ja safe langsamer als Buzzle, you know? Das heißt, wenn unser Tailwind jetzt gleich Peters, sind wir ja komplett im Vorteil. Weil das killt beide. Jetzt kommt Basel rein. Können wir auch protecten, stört uns nicht. Der wird weg. Super. Und Dragovish könnten wir uns das Ende noch aufheben. Er hat halt diesmal Kenaganadel dabei. So, das ist eigentlich ganz gut für uns. Wir müssen halt Basel wegbekommen. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken. Ach, es ist nur noch Basel da. Okay, dann ist ja Strange Steam. Protect sowieso der Play. Ja, okay. Will er nie weitermachen? Alles klar. Gut. Ja, der wird halt Naganadel auf jeden Fall safe jetzt mit reinnehmen. Trick Room ist halt für ihn gut, wenn wir Tailwind setzen, aber wenn nee, dann halt nee. Ist die Frage, ob ich denselben Lied nochmal will. Weil CQ war an sich sehr gut. Kann auch gegen Naganadel wegen Icy Wind gar nicht so schlecht sein. Und Helping Hand ist halt immer ganz sick. Und Tita tankt halt alles so von der speziellen Seite. Also Basso ist ja seine Antwort gegen Tita. So, im Kern. Und ich glaube tatsächlich, dass ich diesmal einfach mit Weezing Qn wieder leaden werde. Weil, also, ich sehe jetzt nie, warum nicht. Jetzt war mal so, dass mal beide Seiten nichts gemisst haben. Bin ich ganz dankbar. Aber ich denke halt, Serena ist es nie. Serena ist es halt echt nie. Weil wir werden eh den Triple Axel müssen, wenn wir das schon machen. Und der Rest ist halt so. Nee. Der Rest ist es halt nie. Es kann natürlich sein, dass Illiki jetzt mitkommt. Das wäre eine Option, ja. Und Excalibur, to be fair, ist jetzt mit Iron Head auch nie so schlecht gegen den Rest. Problem ist Basel. Illiki würde halt sehr wehtun auf Qn. Super wehtun auf Qn. Also Weezing ist es auf jeden Fall. Weezing ist es. Die Frage ist halt nur. Also wenn er jetzt. Wenn Basel scarfed ist, wenn wir davon ausgehen, ne? Und dann, die sind ja alle schneller als Tita. Das heißt, ich komme ja gar nicht zum Schuss. So. Genau. Und Qn ist halt gut, aber wenn er jetzt Illiki bringt, ich muss halt Illiki dann rausbekommen. Wäre halt, wenn ich das predikte, wäre halt Serena gut, aber das ist halt gegen den Rest nicht gut. Dann könnte ich aber auf Fisch gehen, weil Fisch würde was leben. Der macht aber zu wenig gegen Bumselbumsel. Ich glaube, ich lead einfach mal mit Excadrill. Qn. Tita und Weezing in the back. Ja, ich glaube, so mache ich es jetzt mal. Ja. Qn war gut. Qn war gut, aber am Ende vielleicht zu passiv. Aber es kann sein, es fehlt mir jetzt. Das ist halt so ein Ding, weil es hängt wirklich krass von Brinks ab. Wenn er jetzt doch noch sich entscheidet, Illiki zu bringen, mit Naganadel, ist halt Excadrill voll gut. Wenn jetzt wieder Finny. Ja, okay. Ja, okay. Den haben wir es, glaube ich, ganz gut gecallt, I would assume. Ich bin nicht einfach als Lean, ne? Ich bin wirklich Swords Dancen. Und dann versuchen, was rauszuballern. Wo ich drücke. Ist halt die Frage, killt mich Illiki?
Wir gleich wissen. Ja. Basel ist also nicht scarfed, I guess, dann. Ja, das ist klar. Ja, das ist okay, ja klar. Weil sie haben uns aber quasi jetzt, übelst krass Ressourcen gekillt. So. So. Eliki macht ja nichts gegen Ampelbampel. Nee. Hab ich halt bis killt, ne? Das wäre jetzt ein plus 3 Iron Head. Wenn das klappt. Wahrscheinlich ein Instant rein. Wenn das Qn verlieren wir jetzt, aber der hat den Tailwind rausgebracht. Das ist cool so. Erstmal. Ich hoffe halt, dass er kein Hyperbeam hat. Weil sonst wüsste ich ja nie, wie Eliki den touchen will. Ja, ist zumindest ein plus 2. Vielleicht kriegen wir auch einen Flinch. Weißt du? Ja, ist immer noch ein plus 2. Vielleicht kriegen wir einen Flinch. Ich weiß, der ist super fett. War so. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Flinch? Schade. Aber. Take Rose, ja, ist fein. Qn hat 9 HP, das ist sehr wenig. Ja, das Ding ist halt mit dem Sand. Das will ich jetzt nicht riskieren. Er kann sich ja nie krass hochheilen, so, ne? Das ist der Punkt. Aber auswechseln ist vielleicht jetzt auch nicht der Play. Da jetzt mal so wie es ist. Wir haben gesehen Eliki. Ich muss halt Vol wegbekommen an sich, ne? Was würde er denn reinwechseln? Der wird doch Qn trotzdem fake outen, oder? Das ist jetzt die Frage. Wird der Qn fake outen? Verliere ich was mit Strange Steam? Eigentlich auch nicht. Fake outet der Qn. Boah. Ey, wenn er jetzt einen Ballsy Play macht, einen Drain Punch auf eine Sekunde drückt, dann Props to him. Ich glaube, er muss Buzzhole reserven. Aber wenn er den Call jetzt gemacht hat, hey, cool. Okay. Also nehme ich tatsächlich einfach so mit. War halt auch krasses ressourcenverschwendende Game, was wir gemacht haben, aber nimmst du halt mit so, ne? Gerne Sludge Bomb hier drauf und Rock Slide, weil wir echt keinen Grund ist. Bin missig. Aha, cool. Bombs. Poison? Yes. Gut. Willkommen. Ja, das diesmal wird es wehtun. Und Flablets maybe vielleicht drauf. Ja. Die Frage, ob das killen.
Latni, okay. Leben wir das oder mit MHP? Nee, okay. Das ist schlecht, weil ich glaube, dann haben wir das vielleicht sogar krass jetzt schon verloren. Also hängt jetzt hardcore von verschiedenen Faktoren ab. Aber der Sand hilft halt Q auch nicht. So, sag ich mal, wie es ist. So, Tailwind Pier ist out. Problem ist, ich weiß nie, wie schnell Q ist. Also ich weiß nicht, wie schnell ich es gemacht habe. Weil wenn ich langsamer als Kresse bin, war es das quasi. Das könnte Titor das gegebenenfalls noch alleine holen. Wie gesagt, wenn Kresse schneller ist als Kune, ist es verloren. Ich meine, das Ding ist, ich bräuchte auch, damit ich den TR verhindern kann. Also seine Option ist quasi jetzt noch TR zu bekommen. Meiner Meinung nach. Weil, und ich brauche einen Flinch, glaube ich, auch. Auf Kresse, damit der TR verhindert ist. Und das weiß ich nicht, ob das passieren wird. Okay. Ja, wenn er jetzt nicht flincht, habe ich ein Problem. Weil er hat hier auch gedrückt. Schade. Schade, schade. Promenade. Ist ja die Frage. Ich glaube, jetzt müsste ich fast überlegen. Helping Hand drücken soll wahrscheinlich. Update, ja. Ja, nun. Also es war halt meine. Ich hätte auch Helping Hand drücken können, das wäre noch eine Option gewesen. Aber dann wäre das Game halt so oder so zu Ende gewesen. Es wäre das auch nicht gewesen. Eigentlich war es der Play. Ich hätte aber crunchen sollen. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte crunchen sollen. Alter, ich habe jetzt 4 Turns. Wie viel? 3 Turns. Ja gut, ich kriege ja keine 3 Turns. Checkt jetzt so, ne? Also Triple Protect kriege ich nie im Leben. Ich habe auch wirklich jede Woche irgendeinen Sackgang mit Match, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was los ist. Dass die Leute meinen, sie müssten. Also die haben immer ein gutes Matchup. Immer. Es ist unfassbar. Als ob irgendjemand plaudern würde aus unserer Runde. Das ist unfassbar, wirklich. Ich überlege halt gerade im Trick Room, bin ich schneller, ja. Yep. Also, es ist unrealistisch, dass ich es bekomme. So, ne? Aber es ist, glaube ich, mein einziges Out, ja. Mein einziges Out. Ja, gut, dann war es das GG. Mal wieder verloren. Es ist wirklich jede Woche so ein Matchup geprasselt, ey. So, CC und bin down. Gut. GG ist mal wieder. Ja, können wir jetzt argumentieren, ob das am Anfang zu radikal gespielt war. Gebe ich zu. Aber der Punkt ist, ich musste halt Basur wegbekommen, weil der halt das größte Problem darstellt. Weil der mein Team halt das ganz schön hops nimmt. Außer gegen Weezing. Aber ich habe ja quasi meine Wincons mit T-Tau und Weezing preserved. Ich hätte, und das gebe ich zu, ich hätte Crunch drücken müssen. Das war sehr dumm. Dass ich aber auch den Rockslider vorgemisst habe, war auch blöd, aber der Punkt ist, ich hätte Crunch drücken müssen.
Dann hätte ich den 3R nämlich preserved, hätte den Tailwind trotzdem rausbekommen. Das war der Fehler. Das war wirklich der Kernfehler, weil in dem Moment, als ich gedrückt hatte, wusste ich, seine einzige Chance ist ja jetzt eigentlich, einen Trick Room rauszubekommen. Und deswegen hätte ich Tailwind Crunch drücken müssen. Weil Crunch hätte ja dann auf jeden Fall Cresselia rausgenommen. So. Deswegen war das ein Riesenfehler. Hätte ich das nämlich gemacht, dann hätte T-Tar das Game ja quasi gewonnen. Weil dann hätte ich einfach Rockslide gespammt, hätte Buzzle rausgenommen, hätte Instant rausgenommen und was auch immer in der Back gewesen wäre. Es war wirklich der entscheidende Turn, dass ich nicht Crunch gedrückt habe. Da habe ich nie genug drüber nachgedacht. Deswegen hätte ich es gemacht. Denke ich, hätte ich gewonnen. Weil dann hätte ich Speed Control gehabt. T-Tar wäre halt zu stark gewesen fürs Late Game, auch gegen Illiki. Hätte den Crunch wahrscheinlich dann gereicht mit Sand. Hätte mich auch nicht gekillt. Also das wäre der Play gewesen. Das war wirklich der Play. Hätte ich ihn einfach stumpf Rockslide gedrückt, so ein Crunch, wäre das Game gewesen für mich. Ja, also GG's an Yonago. Das war blöd gelaufen. Dann, ja, so wirklich der Play. Naja. Schade. Roman Arte. Also GG's, ne? Kann ich ja nichts gegen ihn sagen. Das war halt mein Missplay, dass ich das so gemacht habe. Also dann, genau. Wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.